Hallo Leute und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Ghost of Tsushima, der mittlerweile 26. Und ja, es hat sich ein bisschen was getan seit der letzten Folge. Ich habe ein bisschen Nebenkrams gemacht, also sprich ein paar Fragezeichen abgearbeitet. Die Bambusstämme habe ich gemacht. Das werdet ihr jetzt aber gleich sehen über meine Energieleiste, die Fokusleiste. Die ist jetzt ein bisschen größer geworden und soweit ich das hier sehe, haben wir eigentlich in diesem Gebiet nicht mehr so viel zu tun. Deswegen würde ich sagen, wir schauen uns doch jetzt die Story hier mit dem Sensei an. Die Geschichte von Tsushima und ja, schauen wir, was uns da erwartet. Eine Ishikawa-Geschichte 2 von 9. Ich glaube, da machen wir jetzt weiter. Und ja, dann schauen wir mal, vielleicht passiert da noch ein bisschen was hier in dem Gebiet. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge und wenn es euch gefällt, lasst mir doch ruhig ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Alles gern gesehen. Genau, dann würde ich sagen, starten wir mal rein. Der Sensei und die Schülerin. Genau, ich habe übrigens die Rüstung ein bisschen aufgewertet. Ihr seht, der Helm sieht ein bisschen anders aus. Eine neue Farbe habe ich bekommen. Jo, genau. Schauen wir doch mal. So, sind wir auf dem richtigen Weg? Ja, 90 Meter. Denke ich, müssen. Ja, ich werde dem Vogel einfach mal folgen. Sensei Shikawas Dojo. Sakai. Sensei. Was Neues über Tomoe? Ja. Doch ob ihr schon bereit für sie seid? Ihr tut, als sei sie ein Dämon. Das ist nicht so abwegig. Tomoe ist furchtlos. Sie ist kein Samurai, aber eine geborene Mörderin. Die Art kenne ich. Nein, tut ihr nicht. Gut, der Sensei und die Schülerin. Kommt. Wo wollen wir hin? Zu einem Bogenschießstand. Ein Anwohner hat dort Mongolen gesehen. Ich vermute, Tomoe war dabei. Wenn Tomoe wahrhaft furchtlos ist, wäre sie eine gute Verbündete. Ein hungriger Leopard ist auch furchtlos. Leoparden meistern euren Weg des Bogens nicht. Lasst gut sein, Sakai. Sie schließt sich uns nicht an. Um einen Feind loszuwerden, freundet man sich mit ihm an. Genau das haben die Mongolen getan. Vorerst. Wir könnten das ändern. Ihr wisst, was sie den Gefangenen in Fort Nakayama antat. Das war kein Fehler. Das war ihre Absicht. Und das hat sie nicht zum ersten Mal getan. Wir wissen nicht, ob sie Schuld hatte. Ihr nicht. Ich schon. Wo rennt denn der hin, Mensch? Okay. Ihr müsst dort hinaufklettern. Schafft ihr es da hoch, Sensei? Bestimmt schafft ihr das. Worauf wartet ihr noch, Sakai? Ich bin schon oben. Braucht ihr Hilfe, Sensei? Ja, genau. Wie kommt ihr so schnell hierher, Mensch? Nicht schlecht, Sakai. Ihr meintet, man könne nur hochklettern. Nein, ich sagte, ihr müsst klettern. Ist eine gute Übung. Pfeile, mongolische und japanische. Falls sie hier waren, sind sie längst weg.
Vielleicht finden wir ihre Spur bei der Zielscheibe. Hier ist kein Ziel. Na, denk mal, der Leuchtturm. Bei diesem Wachturm. Nicht schlecht, Sensei. Findet raus, wo sie hin sind. Okay, dann schau doch mal, ob wir da was finden. Bewegung, Sakai. Wie viele Mongolen bildet Tomoe aus? Ein abgetrennter Kopf. Ihre Zielscheibe. Sensei! Oh. Mongol! Erst besser, wenn ich die hier mache. Bilden. Sensei, ich bräuchte Hilfe. Okay, ging ganz gut eigentlich. Er ist immer so hinterhältig, wenn die Bogenschützen von hinten irgendwo schießen. Ebenholz. Schont ihr den Bogenarm, Sensei? Ich wollte sehen, wie gut ihr reagiert. Und gut genug reagiert? Ihr wusstet, dass die Mongolen noch hier sind. Ja. Und ihr habt nichts gesagt? Ein paar Mongolen überfordern euch. Und ihr wollt es mit Tomoe aufnehmen? Das ist ein Krieg, kein Test. Und wie viele Kriege habt ihr gekämpft? Noch gar keinen. Ich teste euch, wie es mir beliebt. Kein Wunder, dass Tomoe euch angriff. Nun gut. Wo ist sie hin, Sakai? Ich sehe mich um. Digga, dass wir die Spuren wieder folgen müssen. Ein Dutzend Männer, vielleicht mehr. Folgt der Spur. Wenn wir sie fassen, wartet nicht auf mich. Greift an und zieht weiter, sonst seid ihr tot. Wollt ihr diesmal euren Bogen benutzen? Wenn wir sie finden. Und wenn nicht? Könnt ihr allein ein Dutzend Soldaten besiegen? Wenn's sein muss. Gute Antwort. Seht euch das an. Sie üben, was Tomoe sie gelehrt hat. Mord an Unschuldigen. Der ging schnell. Ich gebe lieber mal hier rum. Hier drüben. Okay. War da eine Japanerin bei diesen Mongolen? Ich konnte es nicht glauben. Sie gab ihnen Befehle. Was hat sie gesagt? Etwas über den Sensei und die heißen Quellen. Mehr habe ich nicht gehört. Verzeiht mir. Okay, ich sprich mit Sensei Ishikawa. Schauen wir uns aber erst noch um, ob wir noch ein bisschen was looten können.
Okay. Ich lehrte ein Monster, wie man jagt. Sie hörten, wie Tomroe den Mongolen Befehle gab. Sie erwähnte das Hiyoshi-Heilbad. Sie fängt gerade erst an. Sakai, eure Art zu kämpfen ist nicht der Stil eures Onkels und nicht meiner. Wir hatten noch nie einen Feind wie diesen. Ich tue, was ich muss, um zu siegen. Ein Samurai ist ein Wächter. Kein Mörder, der herumspringt wie ein Dieb. Ihr habt Komoda nicht gesehen. Ich habe genug gesehen. Ich weiß, es war brutal. Aber ich trainiere nicht noch ein Monster. Ich weiß. Das wird nicht passieren. Wenn Tomoe das Hiyoshi-Heilbad will, muss ich mich vorbereiten. Und ihr auch. Ich sehe euch in meinem Dojo. Okay, ne? Ersten Teil abgeschlossen. Oder den zweiten, besser gesagt. Ich schaue natürlich gleich, dass wir hier weitermachen mit der Story. Noch Pfeile. Das sind wir aber voll. Okay, dann schauen wir doch mal auf die Karte. Wo geht's hier weiter? Na, hier oben schon, ja? Genau. Jetzt haben wir ein Fragezeichen hier oben. Ist wieder ein neues aufgegangen. Aber es nehmen wir später mit, oder? Ich mache so Fragezeichen offscreen. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, wollt ihr das, dass ich hier alles aufnehme? Also auch jedes Fragezeichen und so weiter. Aber dann könnte es halt schon ein ziemlich langes Let's Play werden. Ich hätte eher gedacht, so, dass wir Story-Missionen natürlich machen und so. Fragezeichen halt nebenbei, also nicht das Hauptaugenmerk drauf legen. Da ist er, der Sensei. Sakai. Gibt es Neues von Tomoe? Auf den Wegen zum Hiyoshi-Heilbad wurden Reisende erschossen. Niemand wagt sich mehr hinaus oder Vorräte hinzubringen. Ihr glaubt, das war sie? Strategisch platzierte Schützen können eine ganze Stadt isolieren. Das war doch eure Taktik als Bogenmeister des Nagao-Clans. Tomoe war eine gute Schülerin. Zu gut. Wir bekämpfen euer Ebenbild. Das werden wir zu unserem Vorteil nutzen. Spannend, was mit dir auf sich hat. Dass die auf einmal böse ist. Die Vergangenheit vergeht nicht. Kommt. Wie sollen wir diese Bogenschützen finden? Bedenken wie Tomoe. Die Aussicht genießen hier. Wir wollen alle Wege zum Hiyoshi-Heilbad kontrollieren. Wo platzieren wir Schützen? Spähe die Gegend um das Hiyoshi-Heilbad aus. Es wäre schlau, den Hauptzugang zur Stadt zu kontrollieren. Die Leute meiden bereits die Hauptstraße. Schützen wären dort nutzlos. Der Pfad hinter dem Gasthaus. Nein. Kaum Deckung, schlechte Sichtlinien. Wir wollen mit möglichst wenigen Schützen das größte Gebiet abdecken.
Okay, wir müssen irgendwie in der Höhe oder so. Eine Handvoll Männer könnte die Straße zur Küste blockieren. Ja. Jemand müsste die Brücke in die Stadt beobachten. Sehe ich auch so. Die Straße nach Süden führt entlang eines Kamms. Perfekt für einen Pfeilhagel. Tomoe würde zustimmen. Ihr habt nicht völlig versagt. Gehen wir jagen. Ich erreiche die Küstenstraße. Ist hier unten. Fürster Kai, ich studierte Poesie mit eurem Onkel. Okay, ist das für einer? Sprechen? Fürst Shimura konzentriert sich darauf, unsere Insel vom Khan zurückzuholen. Er ist ein großer Anführer, bewandert in Kampfeskunst und Poesie. Widmet ihr euch dem Haiku, Herr? Im Krieg bleibt keine Zeit. Gerade im Krieg muss man sich die Zeit nehmen. Das Haiku schärft die Konzentration, beseitigt das Chaos. Gibt einem Frieden. Genau. Ich schreibe am liebsten oben auf der Klippe. Es gibt viele solcher Orte. Wenn ihr darauf achtet, findet ihr in ganz Tsushima Inspiration. Ich hoffe, okay. Ich finde stille Orte wie diesen. Unberührt vom Krieg. Achtet auf die Vögel. Sie weisen euch den Weg. Okay, dann gehen wir weiter zur Küstenstraße. Was habt ihr Tomoe noch gelehrt? Ich habe nichts verheim. Wir nähern uns. Augen auf! Ja, ich muss mich ja mal... Ich muss den Bambus holen. Unschuldige Reisende ermordet. Helfen wir ihren Mördern, ihnen über den Sand zu nachzufolgen. Zieht eure Klingen! Ja, jetzt richtig schön die Pfeile mit dem Schwert blockieren. Die Brücke an der Küste. All diese unschuldigen Opfer. Tomoe hat alle Brücken abgebrochen. Ihr Volk hintergangen. Mit Teilen und Herrschen kennen sich die Mongolen aus. Sie zogen einen meiner ältesten Freunde auf ihre Seite. Schwache Geister ersehen in Reichtum, Macht und Ansehen. Sie werden leicht zu Verrätern. Schwach oder nicht. Tomoe und Ryozo wussten, dass sie mehr verdienten, als sie hatten. Er zeigt zu viel Mitgefühl. Mitgefühl ist hilfreich,
Selbst für einen Krieger. Wer hat euch das gesagt? Sun Tzu? Mein Onkel. Und er hat das nicht gesagt, sondern vorgelebt. Gnade schafft eine Schuld. Euer Onkel zeigt jenen Gnade, die keine Gefahr darstellten. Kein Risiko. Hinterhalt! Schießt hier. Okay, ist hier noch jemand? Ein Schlangennest ist noch übrig. Kommt! Wo lang? Ah, da lang. Die Richtung oder was? Okay, schauen wir in die Richtung. Wie wurde Tomoe eure Schülerin? Sie tauchte mit dem armseligen Bogen ihres Vaters im Dojo auf und wollte nicht mehr gehen. Ihr habt sie nicht abgewiesen. Ich wollte. Doch sie bohrte einen Pfeil nach dem anderen in meine Ziele. So ein Talent hatte ich noch nie gesehen. Sie war sicher ausgebildet. Ihre Haltung war falsch. Völlig nutzlos in einem echten Kampf. Doch sie hatte keine Angst, ihr Ziel zu verfehlen. Sie zögerte niemals. Der Geist einer Kriegerin. Nein. Einer Mörderin. Das erkannte ich erst viel zu spät. Okay, wir schauen mal hier oben raus. Geht sie weiter? Ich glaube, wir müssen hier hoch. Auch geh halt ran, hä? So, ich glaube, hier müssten wir eigentlich richtig sein. So, wo ist noch einer? Ah, der Boss oder was? Setze ich Shikawa! Du kennst
kennst den Namen Ishikawa? Ja, ich habe eine Botschaft. Sprich. Sensei, das ganze Hiyoshi-Hallbad wird um Gnade winseln. Wie die Opfer von Hironori Nagao. Genug! Oh. Eine Mondkampfhaltung erlernt. Die Mondkampfhaltung ist sehr effektiv gegen Barbaren. Schwere Angriffe fügen zu Taumelschaden zu. Okay. Wollen wir mal ausprobieren. Hironori Nagao. Fiel er nicht gegen Banditen? Das ist Jahrzehnte her. Er galt als großer Bogenschütze. Hat er bei euch gelernt? Nein. Tomoe verbreitet Lügen. Ein Körnchen Wahrheit liegt darin. Sie will Zweifel zwischen uns säen. Nur wir stehen zwischen dem Hiyoshi-Heilbad und einem Blutbad. Dann stehen wir zusammen. Wir planen den Schutz der Stadt in meinem Dojo. Trefft mich dort und seid kampfbereit. Du bist ein braves Pferd, Kage. Gut, Leute. Wie es dann mit der Story weitergeht, das schauen wir uns natürlich in der nächsten Folge an. Wir sollen ihn ja in seinem Dojo treffen und dann, ja, schauen wir, wie es weitergeht. Dann müssen wir auch mal gleich die neue Mondkampfhaltung ausprobieren. Ich bin echt gespannt, wie die ist. Gut, ansonsten würde ich sagen, also ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid. Ansonsten würde ich sagen, ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.